Zweites Viertelfinale zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien. Die Eisbären haben ihr Heimspiel verloren und wollen heute in Köln wieder ausgleichen in der Serie. Bei den Kölnern Ryan Jones nach langer Verletzungspause mit seinem Playoff-Debüt feiert heute also sein Comeback. Über 12.000 Zuschauer sind mit dabei in der Lanxess Arena und sie sehen eine interessante Playoff-Begegnung. Die fünfte Minute, die Eisbären in den weißen Trikots mit dem etwas besseren Auftakt. Hier der Scheibengewinn gegen Sulzer. Dann der Puck, der abgelegt wirkt und Sandlexen mit dem Versuch, den aber Gustav Wesslau am Ende entschärfen kann. Die zehnte Spielminute. Nun die Haie im Powerplay und das durchaus gefährlich. Scheibe an der blauen Linie und dann der Schuss. Aber am Ende Vehanen in dieser Situation gut dazwischen, kann hier den Gegentreffer verhindern. Die Haie nun besser drin in der Partie. Die 15. Spielminute. Nächste Aktion. Der Kölner Schusschance ist da für Umicevic. Aber am Ende bleibt es beim Zwischenstand von 0:0. Selbe Minute, dann Bulli vor dem Tor von Gustav Wesslau. Schuss von Jurcina. Aber am Ende Wesslau, der hier pariert. Dann sind wir im zweiten Spielabschnitt. Die 22. Minute. Die erste Chance gehört da den Berlinern. Nöbels mit einer guten Gelegenheit. Telexen fast noch im Nachschuss. Halbe Stunde absolviert. Die Zuschauer warteten weiterhin auf das erste Tor in dieser Partie. Die Berliner kamen über Busch. Scheibe abgelegt. Gute Chance, Dupont. Aber am Ende der Schuss am Tor vorbei. 5 Minuten vor Ende des zweiten Drittels, Überzahl für die Kölner Haie. Versuchen hier die Scheibe gut laufen zu lassen, Schussgelegenheit ist da und dann die Möglichkeit nochmal für Åslund, der die Chance aber nicht nutzen kann. Zunächst der Schuss von Eriksson, dann Åslund. Scheibe lag relativ frei, aber Åslund schaffte es nicht, den Puck über die Linie zu bringen. Letzte Spielminute des zweiten Drittels, noch einmal die Kölner Haie. Hager mit Auge für Eriksson. Aber liegen gelassen diese Chance. Uwe Krupps Team hielt weiterhin das 0:0. Die 47. Spielminute. Haie versuchen sich hier im Drittel der Eisbären festzubeißen. Jones legt den Puck ab. Sulzer! Aber Vehanen am Ende in dieser Szene gut dazwischen. Weiterhin keine Tore in dieser Partie. Die 51. Spannung stieg, auch bei den Zuschauern. Boucher! Aber Jean-François Boucher lässt hier aus, obwohl er relativ frei steht vor dem Tor von Vehanen, aber kann da kein Tempo in dieser Szene aufnehmen. Die 58. Nochmal die Eisbären. Henry Hase mit dem Versuch. Hase nochmal mit dem Nachschuss. Und Wesslau, der immer gut reagiert. Die Fans dürfen sich also auf eine Overtime freuen. Die 61. Die erste Chance in dieser Overtime haben die Kölner. Und was für eine. Åslund! Gute Gelegenheit, aber das Tor, es fiel noch nicht für die Haie. Ja, und dann nur 2 Minuten später. Die Eisbären kommen hier an den Puck. Zu leicht dieser Scheibenverlust auf Seiten der Haie. Und Laurin Braun lädt durch und trifft. Die Eisbären Berlin gewinnen mit 1:0 gegen die Kölner Haie. Lange haben sie nicht gebraucht in der Overtime, um zu treffen. Braun bezwingt am Ende Wesslau und damit steht fest, die Eisbären holen sich das Heimrecht zurück. Ja, ein sehr enges Spiel. Beide Mannschaften sehr darauf bedacht, gut in der Defensive zu stehen und den Gegner so wenig Chancen wie möglich zu geben und dem Gegner so Chancen wie möglich zu geben. Und das hat sich über 60 Minuten auch so bewiesen. Insgesamt, wie gesagt, es kommt dann auf einen Schuss an. Beide Torhüter waren sehr gut heute und ja, zwei ausgeglichene Mannschaften, die gutes Eishockey spielen. Ja, ich glaube, dass es ein intensives Spiel von beiden Seiten war. Beide Goalies ein super Spiel gemacht heute. Auf beiden Seiten waren einige Großchancen da, die beide Mannschaften liegen haben lassen.
Und dann, wie gesagt, bis in die Overtime gegangen. Da haben wir natürlich eine riesen Chance, wo wir die Latte treffen und das eigene Powerplay, was momentan, wo wir wirklich den Finger in die Wunde legen müssen, da müssen wir besser werden. Und dann kriegt Berlin das 2-1 und so ist in der Overtime. Dann nimmt er den Schuss anstatt den Pass und wurde belohnt dafür.